Hallöchen zusammen. Ja, heute kommt mal eine andere Story von mir. Und zwar habe ich jetzt schon so oft Fragen bekommen, mit welchen Produkten ich mich denn schminke und wie so mein Ablauf aussieht. Bei mir muss es morgens immer ziemlich schnell gehen. Ich bin eigentlich zwischen 5 und 7 Minuten fertig mit meinem Make-up. Und ich würde euch gerne heute meine Lieblingsprodukte vorstellen. Ich habe ganz tolle Sachen geschickt bekommen von meiner Lieblingsfirma Bare Minerals. Damit schminke ich mich ehrlich gesagt schon seit mittlerweile, glaube ich, 10 Jahren und bin der Marke immer noch treu geblieben und würde euch heute gerne ein paar Sachen zeigen. Ich fange aber grundsätzlich immer mit dem Concealer an. Da habe ich allerdings einen von Jade. Der ist auch schon ja, so gut wie leer. Das ist der Löschauge. Ich habe schon sehr, sehr viele ausprobiert, auch teure. Aber ich muss sagen, ich bleibe immer wieder bei dem hängen. Ich finde den einfach am besten. So, hier drüben steht übrigens mein Spiegel. Nicht, dass ihr euch wundert, dass ich dann immer darüber gucke. So. Ich trage da übrigens die Farbe Fair oder Light. Die finde ich eigentlich so am besten. Ich bin auch nicht so die ordentliche. Ich mache das einfach drauf. Ich habe nämlich keine Lust, stundenlang mich zu schminken. So, jetzt kommt mein absolutes Highlight, mein Favorit von Bare Minerals. Es ist die Original Foundation. Da trage ich die Farbe Medium Beige. Es gibt super viele Farben, also jeder Hautton, Hauttyp wird den perfekten Ton für sich finden. Aber mit Medium Beige macht man grundsätzlich nichts falsch. Das Schöne daran ist, dass es aussieht wie ein Puder. Es ist aber eigentlich kein Puder, weil es sich dann später zu so einer Art Creme entwickelt. Und Bare Minerals hat ein ganz spezielles Mantra. Man macht ein bisschen Puder in den Deckel. Ich weiß jetzt nicht, ob man das sieht. Das ist, ich würde mal sagen, so wie das Kaffeepulver, nee, das Kakaopulver auf dem Kaffee, auf dem Cappuccino. Dann rührt man hier ein bisschen in den Deckel und dann klopft man die überschüssigen Puderteilchen ab. Und dann macht man es einfach ins Gesicht. Ich könnte das mittlerweile blind machen, weil ich genau weiß, wie viel ich brauche. Und ich mag es nämlich auch nicht, wenn man zu stark mit Make-up geschminkt ist. Und das ist wirklich sehr natürlich. Es hat keine Parabene, keine Füllstoffe. Es ist wirklich gut für die Haut. Und seitdem hat sich mein Hautbild auch extrem verbessert, muss ich sagen. So, ich lade noch einmal nach. Man benutzt einfach, ich habe hier einen Foundation-Pinsel und kann es dann einfach ganz leicht auftragen. Man sieht, man hat auch keinen Rand. Ich gehe trotzdem immer ein bisschen runter. Einfach fürs Gefühl. So, das war es dann schon hiermit. Dann finde ich es immer ganz wichtig, dieses Contouring, ja, kann man machen, aber ich finde für den Alltag finde ich es ein bisschen übertrieben. Aber trotzdem möchte ich gerne einen Bronzer verwenden. Da habe ich auch einen schönen von Bare Minerals, auch in der Farbe Medium. Einfach, dass man ein bisschen frischer aussieht. Man macht dann immer, oder ich mache immer dieses berühmte Duckface. Dann sehe ich nämlich besser, wo ich es auftragen muss. So, ich mache dann meistens noch ein bisschen an der Nase. Kann man die nämlich ein bisschen schmaler machen. Und weil ich tagsüber keinen Lidschatten verwende, mache ich einfach davon noch ein bisschen auf meine Augen. Dann wirkt es auch noch mal ein bisschen frischer. Dann habe ich ein schönes Rouge. Farbe Gen Nude. Das ist so ein Rosenholzton. Den finde ich sehr schön, weil der sehr frisch macht. Benutze ich auch immer nie zu viel. Einfach nur, dass man ein bisschen, ja, wie von der Sonne geküsst, ein bisschen leicht verliebt aussieht sozusagen. Und man kann auch immer schön lächeln. Dann sieht man nämlich auch genau, wo man es auftragen muss. So, ich hoffe, man erkennt irgendwas. Und dann eines meiner anderen Lieblingsprodukte ist von der Firma Kiko. Leider ist der Stift jetzt schon sehr benutzt. Das ist die Farbe 08. Das ist so ein Goldton. Den trage ich immer ins Innere vom Lid auf. Der macht nämlich einfach nur frisch. Der hat keine Farbe, aber manchmal ist man ja so rot. Und ich finde, das macht einfach einen frischeren Blick. So, dann trotzdem noch ein bisschen die Augen frischer machen. Da habe ich auch eine Lidschattenpalette von Bare Minerals. Die ist schon sehr, ja,
zum Teil sehr aufgebraucht. Da mache ich einfach nur ein bisschen hellen Lidschatten unter meine Augenbrauen. Ich finde, das hebt das Auge nochmal. Und wenn man nicht so richtig gezupft hat, kann man da auch noch ein paar Haare kaschieren. So, dann, meine Augenbrauen sind eigentlich schon ganz gut, aber trotzdem fülle ich die immer noch ein bisschen aus. Da habe ich einen günstigen Stift von der Firma Essence in der Farbe Dark Brown. Ich mag Stifte eigentlich ganz gerne. Ich mache das auch gerne mit Pinsel und einem Lidschatten, aber auf die Schnelle, finde ich, geht das am besten. Einfach nur, dass ein paar Lücken ausgefüllt sind. So. Dann habe ich noch eine schöne Palette, natürlich von Bare Minerals. Das ist eine Highlighter-Palette. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Das sind so verschiedene Bronze-Goldtöne. Die haben auch eine ganz schöne Konsistenz. Es ist sehr cremig, kann man auch mit dem Finger auftragen. Ich mache es jetzt mit dem Pinsel. Und ich trage das hier auf den oberen Wangenknochen auf. Und hier noch ein bisschen auf der Nase. So. Und wenn man will, kann man das auch noch mal ein bisschen. Sieht man jetzt hier wahrscheinlich kaum, aber wenn man in der Sonne ist oder draußen, dann sieht man immer so einen leichten Schimmer. Das finde ich ganz schön. Ja, dann kommen wir auch schon zur Wimperntusche. Ohne Wimpernzange geht bei mir gar nichts. Ich muss jetzt mal ein bisschen näher gehen. So. Ich finde es einfach schöner, wenn die Wimpern ein bisschen gebogen sind. Und dann habe ich auch eine tolle Wimperntusche. Das ist die Lashtopia von Bare Minerals. Die hat auch eine schöne Bürste. Ich weiß nicht, ob man die so, muss ich mal schauen, so gut sehen kann. Das macht einen sehr natürlichen Look, aber einen tollen Schwung. Und es verklebt auch nicht die Wimpern. Sowas mag ich nämlich gar nicht, wenn man diese berühmten Fliegenbeine hat. Da mache ich tagsüber auch nie so viel. Ja, ich versuche mich gerade anzustrengen, dass ich nicht blöd gucke. Ich finde immer, wenn Frauen ihre Wimperntuschen auftragen, dann gucken die immer so blöd. So, oh, jetzt habe ich mich verschmiert. Die ist auch nicht wasserfest und trotzdem halten die Wimpern aber auch oben. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ich finde, bei manchen Wimperntuschen, wenn die nicht wasserfest sind und man biegt seine Wimpern nach oben, dann kann man richtig beobachten, wie die wieder runtergehen. Das ist bei der glücklicherweise nicht der Fall. So, jetzt gucke ich nochmal. Ich würde sagen, Haare ein bisschen schön machen. Das war's. So, das ist mein Tags-Make-up und dauert nicht länger als 5 bis 7 Minuten.